Geh mal rechts da durch die Tür. Nein! Doch, handel das erstmal ab. Du musst jetzt einen Raum nach dem anderen. Also eigentlich muss ich gar nichts. Du musst nix. Eigentlich hatte ich in dem letzten und in dem vorletzten und dem vorvorletzten und in dem vorvorvorletzten Part schon gesagt, dass ich dieses Projekt abbreche. Ich könnte ich könnte die Aufnahme auf 1-Minuten-Parts schneiden, dann habe ich ganz viel. Das könntest du machen. Wäre aber scheiße. Ach, Quatsch. Kitty-Style. Kitty-Style. Oh, da sind sogar zwei Türen unter der Treppe. Ist ja noch eine, oder? Da hinten, ja, rechts. Wenn dein Feind in der Nähe ist, lass dich nicht von ihm sehen und versteck dich im Dunkeln. Was? Ein Feind in der Nähe? Oh, ist das ein Hinweis, dass jetzt gleich ein Feind kommt? Meine Hände sind total kalt. Das ist so komisch, weil du kennst so viele Horrorfilme, aber Horrorspiele, das ist vorbei, oder? Ja. Da bin ich drin, da bin ich drin. Da bist du drin, ne? Da bist du drin und steckst drin und... Scheiße, versteck dich. Steckst du nicht drin, ne? Ja. So würde ich es auch im Männerknast machen. Immer mit dem Arsch zur Wand, weißt du? Der Männerknast. Der Männerknast. RTL Reloaded. RTL zeigt euch wieder einmal. Ja, wir haben wieder mal Nee, ich hör jetzt auf. Das kann ich ja nicht. Geh mal rechts jetzt durch die Tür, komm. Die Zuschauer wollen was sehen. Die können Katzenbabys anschauen. Bei Google eingeben. Katzenbaby. Katzenbabys? Katzenbaby. Und am besten noch Kawaii dazu schreiben. Kawaii! Macht dir das Angst, wenn ich so hoch spreche? Nee. Ich kenne auch das Batman so. Ja, das kann man glaube ich sogar sich immer und immer wieder reinziehen, oder? Auf dem Zweitkanal. Ja, genauso toll wie Kitty küsst den Frosch, ne? Ja, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Wirklich. Das ist so schön, es ist. Das ist auf jeden Fall in deinen Favoriten, schaust du jeden Tag an, ne? Morgens, ja. Mittags, abends. Das ist meine Startseite. Echt? Das Video. Okay. Bist du gleich so. Begrüßen. Und dann bin ich immer so, ich zittere vor meiner Tastatur und will eigentlich immer schreiben, könnte ich doch bloß der Frosch sein, aber ich trau mich nicht, weißt du? Ne? Du traust dich nicht. Ich trau mich nicht, ich bin schüchtern. Nein, das ist nicht schüchtern, das ist feige, das habe ich dir letztens schon mal gesagt. Nein. Das sagst ausgerechnet du jetzt, weißt du? Das ist was anderes. Das ist nichts anderes. Nee. Also doch. Nee, jetzt könnte ein Monster auf dich sauer sein. Aber ist ja nicht vergleichbar, wenn ich sowas schreibe und du bist sauer auf mich. Also du findest, ja, ich bin schlimmer als das Monster hier. Wer hat das denn gesagt? Okay, also gut, die Ähnlichkeit ist schon krass, aber... Aber gut. Das ist doch gut. Ach du Scheiße, da geht's ja richtig viel... Das ist ja nicht nur ein Raum, oder? Nee. Wird jetzt erstmal einen Raum absuchen, wo nur ein Raum wirklich auch drin ist. Das ist eine sehr gute Idee. Da mache ich wieder zu. Das war kein guter Raum. Ach, verdammt. Dann nimm mal den hier. Den direkt links hier neben dir. Warte. Oh Gott. Erstmal muss ich mich hier in die Ecke stellen und warten, ob hier irgendwas kommt. Vielleicht verpuffen die Monster ja schon. Eben. Ich habe irgendwas gehört. Oh mein Gott. Was die hätten machen können, ist, dass sie den Sound, je länger du dich an einer Stelle aufhältst, dass sie den Sound ein bisschen lauter machen oder häufiger solche Sounds einspielen, damit du mal angetrieben wirst, dich zu bewegen. Oh, dem wird schon schwindelig. Schau mal, geistiger Zustand, Punkt, Punkt, Punkt. Alles ist gut, sagt er. Aber schau mal, wie der abgeht. Wow, oh mein Gott, ich bin betrunken. Wow. Hui! Zu viel Wodka. Hui! Oh mein Gott, schau mal, das schaut aus wie ein Mandala. Hui! 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 Oh Gott, da wird einem schlecht.
Was, ja. Was geht denn mit dem? Schau mal, wie der abspackt. Du bist die ganze Zeit in den in der dunkelsten Ecke, deswegen vielleicht. Aber ich hab's nicht an. Jetzt eng, ja, jetzt geh mal durch die Tür einfach. Boah, mir wird gerade wirklich ein bisschen schlecht. Deswegen. Probier mal umgekehrte Psychologie, hab keine Angst, sondern renn einfach rein. Oh Gott, spinnst du? Nee. Nein, warum nicht? Ich kann sowas nicht. Doch. Okay, nein. Okay, doch. Boah, wieso ist die Mausempfindlichkeit auf einmal so krass? Jetzt kommen die Ausreden. Der Controller ist kaputt. Die Maus ist der Controller. Die Maus ist der Controller. Komm, du schaffst es. Ja, schau mal. Wow. Ich habe überhaupt keine Empfindlichkeit hier mal. Weil dein Typ ist am Arsch. Der ist stirbt gleich. Ja, aber... Okay, dann gehe ich erstmal die Treppe willst wieder Willst du hoch. Das auf dich nehmen? Willst du die Schuld auf dich nehmen, wenn der in der dunklen Ecke da verreckt? Willst du das? Nein, stimmt. Ich gehe erstmal wieder rauf in die Eingangshalle. Das ist eine sehr gute Idee. Danke. So, Eingangshalle. Nein, was machst du denn? Ich gehe ins Helle. Er setzte sich bei der Kasse. Schau ans Fenster stehen können dort. Also, nee, das bringt nichts. Nein? Nein. Boah, der geht immer noch total ab. Schau mal, der, boah, 10 Whisky, 5 Whisky, Wer hat dich eigentlich dazu getrieben, dieses Spiel anzufangen? Jana. Ach, sie war das? Sie ist schuld. Ja, sie hat mir das geschenkt. Mach bitte ein Let's Play davon! Und weißt du, bei der Schwester sagt man natürlich nicht nein. Das sagt man, okay, du kennst mich. Du weißt, was meine Spiele so sind. Ich meine, ich spiele ja sonst Lego-Spiele und Minecraft und Farmville und Sims. Ja, da ist so ein Horrorspiel genau das Richtige. Ja. Du spielst so viel. Vielleicht hat sie sich auch gedacht, du kennst so viele Horrorfilme, du kennst ja alle in- und auswendig. Vielleicht möchtest du mal selber einen erleben, so. Alter, morgens, wenn ich in den Spiegel schaue, dann habe ich immer wieder Horrorfilme aufs Neue. Ja, ja, ja. Das stimmt doch gar nicht. Doch, doch. Du hast doch gar keinen Spiegel. Stimmt, weil ich so Angst davor habe. Schau mal, hör mal das Geräusch. Ach nee, du hörst es nicht. Aber du kannst es später dann anhören. Flap, flap. Flap. Flap, let's flap. Flap, 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 flap. Let's flap. Amnesia. Let's flap, jetzt auf YouPorn. Let's flap. Ja, das, also mein einer Account auf YouPorn ist ja schon bekannt. Das habe ich auch schon auf den Formspring gesagt. Kennst du ja auch, oder? Ne, ich kenne nur deinen Leitspruch. Trotz Erdbeerwoche geil. Auf Sex oder oh sowas. Gott, Alter. Gott, mein Leitspruch. Oh Gott. Oh Gott. Mein Headset rutscht da gerade mal runter. Mein... Was denn? Sag doch sowas nicht. Das ist geheim, Mann. Schau mal, das... Na, siehst du, da tropft das schon. Na, siehst du? Die heiße Phase beginnt. Oh Gott. Ja, ich könnte dir das... Du wolltest doch, dass ich dir mal was vorlese. Ja, klar. Okay, ich lese dir mal was vor, ja? Ja. Ich meine, man sollte ja auch verschiedene Sachen machen im Let's Play. Zum Beispiel Gitarre spielen, so. Summer of 69. Könntest 69, du doch mal machen. Genau. Ja. Könntest du doch mal machen. Stimmt, da wollen wir auch noch ein Video machen für den YouPorn-Account Summer of 16 und so. Oh Gott. Also dieser Part ist FSK 18. Oh Gott. Also, wo war ich denn? Moment. Hier. Er wird gefressen, wenn wir nichts unternehmen, sagte Thorin. Denn das Heulen kam jetzt von allen Seiten näher und näher. Dori, rief er. Denn Dori saß zuunterst in dem besten Kletterbaum. Rasch, gib Mr. Beutlin die Hand. Und in Wirklichkeit war Dori
trotz seiner Brummerei ein prächtiger Bursche. Doch der arme Bilbo konnte seine Hand nicht erreichen. Selbst als Dori bis zum untersten Ast geklettert war und seinen Arm, so weit es nur irgend ging, hinunterstreckte. Dori kletterte also ganz vom Baum hinunter und ließ Bilbo sich auf seine Schultern stellen. Gerade in diesem Augenblick jagten die Wölfe heulend auf die Lichtung. Hunderte von Augen starrten unsere Gesellschaft mit einem Mal an. Aber Dori ließ Bilbo nicht im Stich. Er wartete, bis der Hobbit von seinen Schultern in die Zweige geklettert war. Und dann sprang er hinterher. Gerade zur rechten Zeit. Ein Wolf schnappte nach seinem Mantel, als er sich aufschwang. Und beinahe hatte er ihn erwischt. Es verging keine Minute, da lungerte auch schon das ganze Pack jaulend unter dem Baum. Sprang am Stamm hoch, die Augen glühten und die Zungen hingen heraus. Ja, cool, ne? Ja, das ist also. Ja, das war einfach nur Wahnsinn. Wunderschön vorgelesen von der Erdbeertante. Erdbeertante. Tante, lies uns was vor. Soll ich nochmal? Magst du eine Zugabe? Also, ich würde ja gerne sehen, wie du jetzt weiter spielst. Dim, dim, tisch. 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 Dim, dim, tisch.